Weiter geht's mit den Auszügen der Glückseligkeit. Wir können noch insgesamt 30 Stück auf der Karte finden und die holen wir uns natürlich jetzt einmal ab. Okay, und zwar, wo finden wir sie? Ich habe ein paar Markierungen gesetzt und wir fangen einfach mal direkt an dieser Stelle. Und einmal links und rüber da. Alles klar. Die ersten drei finden wir da oben. Was auch immer ich hier gerade 10.000 Mora gekriegt habe. Okay. Naja, perfekt. So, das wären die. Dann haben wir hier vorne nochmal welche. Da oben. Drei Stück. Okay, das wären die. Dann porten wir einmal hier rüber. Also wir haben insgesamt 10 Fundorte. Es geht eigentlich relativ fix und dann können wir noch überprüfen, ob ich wirklich alles habe. Mit dem letzten Quest-Item, das wir bekommen. So, das ist da vorne. Ich hoffe, meine Ausdauer reicht. Sieht gut aus. Okay. Wir porten wieder zurück. Und fliegen einmal zu der Insel da rüber. So, die haben wir. Ja, das geht wie gesagt relativ flott mit den 10 Stück. Haben wir schon 30 gesammelt. Und dann looten wir das Quest-Item und überprüfen, ob ich wirklich alle Truhen hier jetzt sammeln konnte. Okay, hier haben wir nochmal 3. Die nicht mal gelootet. Okay, dann jumpen wir hier mal rüber. Holen uns die hier am Baum sind. Okay, das wäre erledigt. Dann porten wir einmal hier hin. Klettern hier einmal nach oben. Und da sehen wir sie schon auf den Holzbrettern. Und dann nehmen wir diesen Teleporter. Und da oben ist runtergefallen. Haben wir die nächsten 3. So, von hier porten wir wieder zurück einfach. Dann einmal hier runter. Genau, hier unten drunter waren sie. Wir kommen wir hier rüber. Nein. Wir nehmen wieder unseren Teleporter. Und fliegen einmal auf die andere Seite. Und hier sind sie schon. Das wäre das gewesen. Und ja, die letzten 3 befinden sich auf der Insel. Wir nehmen diesen Teleporter. So, jetzt gibt es hier eine kleine Besonderheit. Ihr habt hier 3 Sterne gehabt, denen ihr folgen müsst. Und einer davon befand sich genau an dieser Stelle. Ihr folgt den hin und her und dann fliegt er hier hin. Dann habt ihr hier so einen Strahl. Dann könnt ihr den anquatschen, braucht ihr aber nicht. Dann fallt ihr hier einfach nur runter und dann kommt ihr in so einen versteckten Raum. Ihr müsst unbedingt diesen Stern folgen. Das haben wir gemacht, während wir die Truhen gesammelt haben.
gibt es auch noch drei Truhen auf der Insel. Einmal die Luxustruhe, die hier auch zu finden ist. Okay, und das sind die Vorgänger von den, wie soll ich sagen, Events. Und hier haben wir nochmal drei Stück. Wir können hier ein paar Sachen platzieren, was ziemlich cool ist. Auf jeden Fall sehen wir hier die Events, die vorher gelaufen sind, als kleine Erinnerung. Dann gibt es hier vorne ein Item, was wahrscheinlich ja, nach dem Event nicht mehr vorhanden sein wird. Was das bringen soll, keine Ahnung. Es ist... Sekunde, wir haben es gleich. Da ist es. Also könnt ihr euch durchlesen und ja. Mehr haben wir nicht. Okay, wir schauen einmal nach, was hier unser Ergebnis sagt. Okay, wir haben alle 30 gesammelt und wir können uns hier alle Belohnungen abholen. Und jetzt kommen wir zum wichtigen Item. Wenn wir dieses Item looten, dann zeigt er uns wirklich alles an, was hier auf dieser Karte so zu finden ist. Deswegen aktivieren wir jetzt dieses Item. Gehen hier hin, anwenden und einmal so. Und wie ihr sehen könnt, habe ich eine Truhe übersehen. Und zwar genau an der Stelle. Die holen wir uns jetzt natürlich einmal ab. Dafür müssen wir hier hin. Naja, ist zwar kein Truhenguide, aber egal. Graben und das wäre die letzte Truhe. 147 Truhen haben wir da. Okay, sonst gab es hier wirklich nichts mehr, was ich übersehen habe, weil wir alles haben. So, den können wir auch löschen, den haben wir geholt. Ja, sorry, dass die eine Truhe jetzt hier reingerutscht ist, aber naja, ich habe sie übersehen, wie ich schon sagte. Okay, unser Ergebnis steht fest. Wir haben am Ende 242 davon gesammelt. Dann habt ihr wirklich alle Truhen gesammelt, die es hier gibt in dieser Welt. Und alles ist wunderschön. Denn nach, Sekunde, wie viele Tage haben wir noch? Nach 37 Tagen verschwindet dieses Event und auch die Karte. Ihr habt nicht mehr die Möglichkeit, das Ganze zu looten. Also solltet ihr da euer Bestes geben. Okay. Ich danke euch fürs Zuschauen. Übrigens, die nächsten, ich sag mal, 10 bis 14 Tage kommen keine Videos von mir, weil ich beruflich unterwegs bin. Sorry dafür, aber es muss sein. Und ja, damit ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.